Könnte das so etwas wie ein verbotener Raum sein? Luigi hat den Schlüssel dafür. Doch was genau verbirgt sich dahinter? Oh nein, das wird jetzt richtig spannend. Hallo! Katztastisch, begrüßen wir euch zusammen mit Luigi. Hier euch, so jetzt aber, zu einer neuen Folge von Luigi's Mansion 2 HD hier auf Katze. Irgendeiner macht hier schon komische Geräusche und wer in den letzten Folgen gut aufgepasst hat, der wird es wissen. Uah, aber was ist das denn für ein Raum? Da vorne ein Buhu! Was ist das? Ah, wir können schon erkennen. Ein Schlüssel. Oh nein, Luigi, na, kriegst du den Schlüssel eh nicht. Ja, glaub's auch nur du. Ja, der Geist, den wir gerade eben in den ersten Sekunden des Videos hören konnten, das ist dieser komische, ich sag jetzt mal Gehirngeist, so bezeichne ich ihn. Den kennen wir aus der Gruselvilla, aus der Bibliothek. Und einer von diesen Geistern, oder vielleicht auch mehrere, ich weiß es noch nicht, haben den Uhrzeiger, den wir brauchen, um hier den Endboss zu erreichen. Naja, wir werden sehen, wie wir vorankommen. Schauen wir uns erstmal hier im Schmelzraum um. Das sieht interessant aus. Was haben wir denn hier für Krempel? Oh, 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 oh! Das ist unter anderem nicht nur ein Ritterhelm, sondern auch eine kleine Roboterbombe. Ah, Moment! Da stecken ja echte Geister dahinter. Oh, nee! Den habe ich versehentlich aktiviert. Puh. Das ging gerade noch mal gut. Und den schnappen wir uns natürlich direkt gleich. Ah, hier sind noch mehr Geister. Wo seid ihr? Ich sehe euch, ich sehe euch. Und? Na kommt. Macht irgendwas. Einen konnte ich erwischen, den anderen leider nicht. Wie auch immer das jetzt funktioniert hat. Ja, ja, kommt immer näher. Schubst er mich? Oh, wow, was war das denn? Wie hat er das gemacht? Jetzt hat er kurz den Helm angehoben. Warum auch immer. Tada! Alle Schmelzraumgeister beseitigt. Das ist ja schon mal gut. Aber geschafft haben wir damit noch nicht alles. Was ist das hier? Das sieht auch irgendwie auffällig aus. Ist da... Ich bin mir gerade nicht sicher. Ist das ein Weg nach draußen? Ist das so eine Art Balkon? Oder ist es einfach nur ein Laken? Seht ihr das? Komisch. Vor allem kann ich das irgendwie nicht einsaugen. Vielleicht weil diese grüne Tonne im Weg steht. Na, erstmal holen wir uns die ganzen Scheine da oben. Damit Luigi auch schon bald sein nächstes Upgrade bekommt. Und hier ist ein Holzpfeil auf dem Tisch. Ah, verrückt, guck mal. Aha, doch ein Laken. Und dahinter verbirgt sich eine geheimnisvolle Tür. Was ist da drin? Oh, wow, 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 wow. Okay, okay, wir dürfen nicht den Fehler machen. Ihr wisst, wovon ich spreche. Wir müssen so schnell wie möglich alle roten Münzen einsammeln. Sieht aus wie so eine Pac-Man-Strecke, nicht wahr? So, ich hoffe, das war jetzt gut, was ich gemacht habe. Oh, wir haben nicht mehr viel Zeit. Oh, wow, 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 schnell. Nein, schnell. Ja. Wunderbar. Und jetzt sag mir bitte, dass darin ein Juwel versteckt ist. Nein. Dafür ganz viele Goldbarren im Wert von 100 Münzen. Ist ja auch nicht verkehrt. Ihr wisst ja, ich freue mich aber mehr über die Juwelen. Nicht, dass die irgendwie einen Wert haben. Zumindest nicht hier im Spiel. Aber es geht ja darum, zumindest im Spiel in allen Leveln alle Juwelen zu finden. Das ist schon mein Anliegen. Für die, in Anführungszeichen, 100%. Für alle, die erst mittendrin eingestiegen sind in die Videoserie von Luigi's Mansion 2, sei hier gesagt, meine Idee ist... Oh, Kesselraum, interessant. Meine Idee ist, das Spiel zu 100% zu spielen, außer in allen Level die Goldmedaille zu bekommen. Das hat jetzt, soweit ich weiß, keinen großen Effekt. Für die Spieler, die gerne alles perfekt spielen wollen, ist es natürlich ein netter Anreiz. Mir persönlich bringt das jetzt nicht so viel. Und ja, ihr könnt das gerne selbst angehen. Dazu müsst ihr einfach die Level am besten auswendig kennen.
und fehlerfrei spielen. So. Wow, Lagerhof. Jetzt sind wir im Außenbereich und diese sehr drückende, düstere Musik hier. Das ist ja fast keine Musik, sondern eher eine Art Geräuschkulisse. Die gefällt mich hier richtig gut. Ich meine, wir sind nicht umsonst im sogenannten Ingenieurshof. Hier stehen natürlich auch viele Gerätschaften. So, was ist hier zu tun? Da ist zumindest mal ein Roboter, aber ob der irgendeinen Effekt hat? Hier können wir dran ziehen. Uns kommt eine Kugel heraus. Warum bewegt sich das automatisch? Wer oder was befindet sich in dieser Kiste? Oh, wow. Hey, das mich ein bisschen erschreckt. Na warte. Dir werde ich zeigen, wer hier der Stärkere ist. Du gehörst jetzt uns. Und dafür gibt es schöne Goldbarren. Na gut, da oben ist noch einer. Der sollte allerdings kein Problem sein. Und auch der wurde kurzerhand eingesaugt. Sehr schön, damit haben wir hier draußen alles erledigt, was Geister betrifft. Doch wir müssen nach wie vor einen Weg finden, um hier weiterzukommen. So. Da ist schon mal nichts. Dann ziehen wir mal kräftig dran und... kommt eine Kugel her. Ah, okay, okay, ich verstehe schon. So baue ich eine Art Brücke, schaut mal. Jetzt komme ich somit auf die andere Seite. Kann ich eigentlich noch mehr rausziehen? Moment, muss ich kurz testen. Nee, geht gar nicht. Hier drüben gibt es unter anderem eine Schatztruhe. Mit ein paar Scheinen. Ja, dass da ein Juwel versteckt ist. Oder nicht versteckt ist, war ja klar. Das wäre viel zu einfach gewesen. Jetzt müssen wir da nach oben. Oh, und das machen wir, indem wir die Roboter hier zum Platzen bringen, oder? Achtung. Ja, dann fährt das hier runter. Und wir kommen dadurch hier durch die Tür auf diese Seite hier in der Förderhalle. Doch Vorsicht. Wir dürfen nicht zu weit nach unten laufen, sonst erreichen wir diese Tür nicht hier im Kesselraum. Oh. Wir müssen die Ventile zudrehen. Was strömt da für ein Gas heraus? Hey, keine Ahnung, was das hier ist, aber wir schalten das mal ab. So, Nummer 1. Und da ist nochmal was. Achtung, da können wir was sichtbar machen. Das muss das Rad sein, damit wir das Ventil schließen können. Und schwuppdiwupps. Das sollte sich jetzt in den nächsten Sekunden bessern. In der Zwischenzeit schauen wir mal, ob der Geist da jetzt mal rauskommen möchte. Hey, du kleiner Frechdachs. Habe ich irgendwas nicht beachtet? Oh, jetzt geht das. Okay. Keine Ahnung, was wir jetzt anders gemacht haben. Aber jetzt machen wir hier mal auf und der grüne Geist ist nicht mehr da. Wo hat er sich denn verkrümelt? Hat er sich etwa unsichtbar gemacht? Wow! Zwei waren das sogar. Na, euch sauge ich gleichzeitig ein. Hey, ein Buhu! Wer stört denn da schon wieder? Irgendwie habe ich es satt, immer nur der Buhmann zu sein. Buhmann, sehr stark, okay. Na, den werden wir erstmal sichtbar machen und natürlich einsaugen. Aber erstmal wird er durch den ganzen Raum geschleudert. Pro Stoß an der, in Anführungszeichen, Bande kriegt er einen Schadenspunkt. Das heißt, er muss 30 Mal durch die Gegend geschleudert werden. Oder nicht 30 Mal durch die Gegend geschleudert, aber zumindest 30 Mal muss er irgendwo andocken, dagegen geschleudert werden. So, 30 Mal gegen die Wand in dem Sinne. Supi! Supi dupi! Damit sind wir wieder einen Schritt weitergekommen. Wir haben den Buhmann. Was haben wir hier? Okay. Sollen wir da rein? Können wir da rein? Oh, da kommt so ein Roboter heraus. Moment. Den bringen wir erstmal hier nach vorne. Und leuchten diesen an. Hier ist es aber echt hell in diesem Raum. Hier sieht man ja fast nichts. Autsch. Okay. Es gab immerhin ein bisschen Gold.
alles, was Luigi braucht für die nächsten Upgrades im Spiel. Für die nächsten neuen Fähigkeiten, um es mal so auszudrücken. Jetzt sind wir hier am Ende der Förderhalle und da ist der Schlüssel, den wir brauchen. Ich muss gestehen, ich weiß noch nicht wofür, denn noch haben wir keine verschlossene Tür gesehen. Aber wir nehmen mit, was wir kriegen können, oder? Komm raus, mein kleiner Schlüssel. Boah, nicht, dass jetzt ein Geist kommt und mir den Schlüssel noch wegnimmt. Beeil dich, Luigi. Yes. Den haben wir definitiv in der Tasche. Diesen Schlüssel kann es niemand mehr nehmen. Okay. Rechts oben auf der Karte. Moment. Moment, Spinnchen. Die sind direkt weg. Na toll. Da war ich zu langsam. Aber wie gesagt, auf der Karte konnte ich erkennen, dass es zumindest in diesem Raum... Na doch, hier gibt es eine verschlossene Tür. Okay. Mal sehen, was sich dahinter verbirgt. Luigi, sei mutig, sei tapfer und... Ladehalle. Hey, da wollten wir doch hin. Hier kommen wir doch zum Bibliotheksgeist. Zu diesem Geist mit dem großen Kopf, mit dem Riesenhirn. Wo ist er denn? Hallo? Wo bist du denn? Du fieser, fieser Geist. Zeig dich. Zeig dein wahres Gesicht. Okay. Hey, wir sind schon über 1000 Münzen in dieser Mission. Da, das Juwel. Haha. Da freut sich Luigi zurecht. Wir haben noch irgendwo ein Sternjuwel verpasst. Okay. Ich muss gründlicher werden. Wir schaffen das. Wir finden das Juwel noch. Und hier haben wir einen Sekretär. Wobei, nee, das ist eher eine Kommode. Okay. Coole Sache. Und da ist er, da ist er. Schaut mal. Sieht aus wie ein Taktstock. Aber er nutzt den Uhrzeiger eher als Zauberstab, oder? Oh, wow. Eine Wendeplatte. Ich weiß gar nicht, wie man das nennt, aber bei diesen Zugbahnhöfen für Güterzüge hauptsächlich gibt es auch diese, ich sag mal, Wendeplatten, um die Züge dann in den großen Hallen zu, in Anführungszeichen, zu parken. Da gibt es bestimmt eine konkrete Bezeichnung dafür. Ich muss gestehen, weiß ich jetzt nicht, aber vielleicht weiß es jemand von euch. Schreibt das gerne in die Kommentare, wenn ihr möchtet. So, jetzt haben wir hier noch ein paar andere Poltergeister, die mir das Leben, schwer machen möchten. Ein Wirbelsturm, eine kleine Windhose. Aber ihr kommt hier irgendwie durch. Mensch, Luigi, was ist hier los? Immer in Bewegung bleiben. Das ist das A und O in solchen Situationen. Und jetzt, komm, komm, komm. Wir haben dich schon längst gesehen. Warum kann ich dich nicht mit meiner Taschenlampe treffen? Na komm. Mi. Das ist der einzige Geist im Spiel, der so komische Geräusche macht. Dieses mi. Vorsicht, Vorsicht, Vorsicht. Jetzt kommt er mit seinem Backstein. Oh. Aber ich glaube, wir haben den eingesaugt. Aber das bedeutet ja, es gibt noch mehr von diesen komischen Gehirngeistern. Oh, ei, 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 ei. Oh, hab ich dich. Einsaugen, schnell, 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 schnell. Ja, klare Sache. Und da ist der Uhrzeiger. Sieht gar nicht so danach aus, oder? Doch so ein bisschen. Wenn ich drüber nachdenke und mir das so ansehe. Naja. Damit hätten wir hier alles geschafft. Bevor ich den Uhrzeiger jetzt einsammle, gibt es hier noch irgendetwas? Nicht, dass ich wieder ein Juwel verpasse und ich kann diesen Raum oder diesen Bereich nie mehr betreten. Solche Situationen gibt es ja hier in Luigi's Mansion 2 immer wieder. Man denke da nur an die Efeu-Türme. Wisst ihr noch, bei dieser geheimnisvollen Tür mit diesem Minispiel mit den roten Münzen? Konnte ich nicht mehr wiederholen. Ziemlich fies gemacht vom Videospiel. Aber wir haben den Uhrzeiger und jetzt ruft bestimmt der Professor an. Natürlich. Okay, gehen wir mal ran, Luigi. Hallo. Prächtig, Luigi. Dem hast du das Poltern ausgetrieben. Du hast die Zeiger gefunden und obendrein einen famosen neuen Geist gefangen.
Ich wuchsele dich schnell zurück, bevor dieser Rabauke uns noch entschlüpft. Festhalten und nicht wackeln, ja? Keine Sorge. Wir kennen das Spielchen ja mit dem Televoxeln mittlerweile. Und damit haben wir die Mission gemeistert. Aber in welchem Tempo? Schauen wir uns mal die Zusammenfassung an. Ja, knapp 21 Minuten, das ist okay. Einen Silberrang dafür. Und ja, fürs Blindspielen, das bedeutet, wenn man zum ersten Mal ein Spiel spielt, muss ich sagen, ich bin super zufrieden damit. Also Bronze hatte ich auch schon mal, vollkommen okay für mich. Aber Silber, das ist so das, was ich anstrebe. Hallo, Professor. Na super, super schön, dass du da bist. Zeig her, zeig her. Vorzüglich, mein Bester. Ganz vorzüglich. Selbst der mächtigste Poltergeist ist dem Schreckweg 0915 eben nicht gewachsen. Und natürlich auch deiner Kraft und deinem Heldenmut nicht. Danke schön. Ich hoffe, er hat das ernst gemeint. Wahrscheinlich nicht. So, ein neues Juwel. Zwei neue Juwele. Das ist der Spezialgeist, einen Buhu und viele Reichtümer. Aber noch nicht genug für das nächste Upgrade im Spiel. Toll, toll. Na dann, hast du die Uhrzeiger? Na klar. Gucken Sie mal, Professor. Schock, schwere Not. Das ist ja nur der große Zeiger. Wo ist denn der kleine? Ach, stimmt. Da war ja was. Nun ja, ein Zeiger ist besser als keiner. Aber wo könnte der andere denn nur sein? Ich muss mir rasch einen Plan zurechtgrübeln, damit wir den kleinen Zeiger bald finden. Du kannst so lange ja mal den Ektofeinstaub aus den Kleidern klopfen. Bei den Dämpfen wird mir schon ganz schwummerig. Okay, super, Luigi. Hier, deine Medaille. Okay, weiter geht es mit. Den großen Zeiger hätten wir, nur der kleine fehlt uns noch. Ich registriere verdächtige Signale gleich im Vorhof. Das wird bestimmt ein Klacks. Such das Stöckchen. Oh, nee. Oh, Luigi, du kommst wie gerufen. Fast so, als hättest du die ganze Zeit schon dort gestanden. Nicht, dass man hier in meinem Unterschlupf viel Auslauf bekäme. Leider ist es mir nicht gelungen, den geklauten kleinen Zeiger zu lokalisieren. Das Paraskop erkennt nämlich tragischerweise ausschließlich paranormale Objekte. Aber während ich so hier und dort herumsuchte, ist mir im Vorhof ein paranormales Signal aufgefallen. Es ist nur ganz schwach. Ein Kleingeist sozusagen. Aber es ist ein Anfang. Alles klar, Luigi? Dann mach dich bereit. Ja, okay, alles klar. Und tu nicht bei jedem Transport so, als ginge es um dein Leben. Es nervt. Televoxeln ist absolut sicher. Ich habe es bestimmt 5-mal erprobt. Gut, ich drücke jetzt den Knopf. Kein Gezitter und kein Geschlotter. Verstanden? 5-mal erprobt? Heißt ja nicht, dass es sicher ist. Okay. Aber mittlerweile wissen wir, wir kommen sicher auf der anderen Seite an. Sonst müssten wir immer den ganzen Weg laufen. Was gut für Luigis Gesundheit wäre. Aber wir nehmen den bequemen Weg, denn wir laufen ja auch viel in den jeweiligen Level herum. So, das ist das Argument dafür. Oh! Da sind sie. Haben sie eine Zahnbürste in der Hand? Nein, das ist der Zeiger. Nein, natürlich der Polterpinscher. Der hat den ganzen Zeiger gefressen. Na, den werden wir bestimmt jagen, oder? Wo willst du hin? Hey! Mann, ihm nach, schnell! Okay, wir müssen den Kleinen unterstützen. Und ihm gleichzeitig auch den Zeiger wieder abnehmen. Okay, dann räumen wir hier erstmal auf und entfernen, ja, Sand. Und gucken mal, was wir so entdecken können. Aber der Polterpinscher, der wird nicht weit sein, oder? Zumindest hoffe ich das. Aber das gilt es jetzt in Erfahrung zu bringen. Trotzdem ist es immer wieder ratsam, hier draußen auch zu schauen, ob wir nicht irgendwo ein Juwel finden. Denn bereits in der Vergangenheit haben wir die Erfahrung gemacht, dass bereits erkundete Gebiete in einem anderen Level... Oh, was ist denn hier los? Das... Warum hat er unendlich viele Leben? Moment, ganz kurz. Konzentration. Was muss ich machen?
einmal komplett in den roten Bereich bringen. Ah, und so kann ich sein Schild lösen. Okay. War nicht so schwer, aber das bedeutet, dass die Geister jetzt schwieriger zu bekämpfen sind. Dass sie jetzt stärker sind, zumindest mit diesem Schutzschild. Okay. Naja, was ich sagen wollte, zwecks der Erfahrung, die ich angesprochen habe. Es gibt einfach später zu einem Level nochmal Juwelen zu finden, die man vorher eben nicht finden konnte, weil sich irgendetwas verändert hat. Deswegen immer ein Auge offen halten. Vor allem, wenn man die Goldmedaille möchte, um möglichst viele Goldbarren auch zu finden. Und wie gesagt, das eine oder andere Juwel, wie zum Beispiel das rechts oben, das haben wir bereits eingesammelt. Man hätte aber in dieser Mission noch einmal die Möglichkeit, an das Juwel zu kommen. Was in anderen Leveln nicht der Fall ist. So. Für mich war es noch wichtig zu wissen, ob ich hier runter kann. Aber klar, das ist eingestürzt und das ist sowieso voller Sand, der eine Raum. Ihr wisst, wovon ich spreche. Denn da unten, das wurde mir bereits von euch bestätigt, vielen Dank dafür, habe ich das Juwel verpasst. Das ist der Raum, der mit Sand gefüllt wird, sobald Luigi diesen Wagen ganz nach links gezogen hat. Und davor solltet ihr aber ganz kurz in diese Einbuchtung, in diese, ich sag mal, Höhle auf der rechten Seite. Denn dort ist, wie gesagt, ein Juwel versteckt. Das werde ich dann nochmal separat holen, aber jetzt nicht eine Videoaufnahme dazu machen. Wenn es jetzt ganz viele Juwelen sind, dann mache ich das. Vor allem, wenn ich euch nicht erklären kann, wo das Juwel ist, weil ich das offensichtlich komplett verpasst habe. Aber in dem Fall fehlt mir bis dato nur das eine. Und es fehlt mir noch das Sternjuwel. Hm. Mal gucken. Vielleicht finde ich das noch. Aktuell habe ich es verpasst. Und da ist der Polterpinscher hingelaufen. Einmal durch die Wand. In der Werkhalle befindet er sich. Irgendwo hier drin. Ah, nicht schon wieder diese grünen Wanzen. Jai. Stopp. Es ist doch weg. Na toll. Okay, das war ja nicht mal der Polterpinscher. Das war irgendein Geist. Na gut. Und da, Moment. Ich glaube, wir waren hier schon mal drin, oder? Allerdings schon lange nicht mehr. Vielleicht ist es schon wieder 3 Folgen her. Wir sind ja in einem Gebiet. Weiß nicht. Bestimmt so 4, 5 Folgen mindestens drin. Und da ist der Polterpinscher. Und der grüne Geist kam zurück. Nicht traurig sein, Luigi. Wir finden schon einen Weg. Der ist jetzt oben durch die Decke. Okay. Das bedeutet für mich, ich muss jetzt in den Raum mit den Treppen. Und der Raum befindet sich, ihr seht es rechts oben an der Karte, eben auf der rechten Seite. Da seht ihr den Raum mit diesen grauen Strichen. Diese Striche deuten auf diese Treppe hin. Tada! Da wären wir auch schon. In der sogenannten Frachthalle. Schön hier, aber hier ist bereits von uns alles erledigt worden. Uhrturmtor. Du, kleiner Spaziergang mit Luigi. So. Konstruktionsbüro. Irgendwo hier wird er sein. Wo bist du, Schnuffelchen? Polterpinscherchen, wo bist du denn? Bist du hier drin? Natürlich bist du da. Ey, warum lachst du? Okay. Einfach gelacht und dann abgehauen. Ah, das ist der Raum. Ja, ja. Den kennen wir zu gut. Moment. Meine Chance. Was haben wir hier? Ach, egal. Da war nur der Schlüssel drin. Der ist aber schon weitergelaufen. Der gute alte Polterpinscher. Hier in der Lagerhalle müsste er sein. Okay, wie wird es hier weitergehen? Meine Lieben, ganz lieben Dank fürs Zusehen. Ich verlinke euch an dieser Stelle mal ein Short-Video. Das geht nur 40 Sekunden. Da würde mich eure Meinung total interessieren. Schreibt da gerne mal einen Kommentar dazu, wie ihr das findet. Bleibt katztastisch!